Es ging, bis wir diesen Weg hier gefunden haben. Bis dahin ging's. Danach, ne, nicht mehr. Schon wieder. Ja, mal sehen, ob ich wieder springen kann. Ja, hat funktioniert. Okay. Das ist neu, irgendwie cool. Ihr das gesehen? Die Fledermaus hat hier rumgebackt, bevor sie überhaupt, bevor überhaupt die Tür offen war. Okay. Gab es hier denn irgendwo Geheimgänge? Also hier bin ich ja nicht durchgekommen. Aber sonst sehe ich auch nichts. Tja, dann geht es hier wohl nicht weiter. Dann zurück. Und Sprung. Dann bleibt ja nur noch dieser Weg dort. Wow. Hat nicht funktioniert. Das hat funktioniert. Ich hoffe, der Zauber hat auch viel Schaden verursacht. Ja, ging schon. Hier sind natürlich Gegner in der Nähe. Gehen wir nochmal hier zurück. Klappt es denn hier? Nein, auch hier sind Gegner. Ah, aber dieser eine Schritt, der hat es jetzt geschafft, dass wir uns heilen können. Running, Stealth and Jumping haben sich erhöht. Auf diese Weise erhöhen wir auch Jumping. Das ist auch nett. Ah, okay, hier ist gleich mal gar nichts. Hier war einfach nur ein leerer Raum. Hier geht es irgendwie um die Kurve. Und da waren wir schon mal, oder? Hier waren wir schon mal. Genau, da sind wir hier rum. Warte mal, da sind wir runter, oder? Nein. Okay. Dann will ich jetzt mal. Tatsache, aber hier waren wir schon. Dann will ich jetzt mal hier hinter mir lang. Vielleicht nochmal speichern vorher. Ich glaube, da vorne, das waren wir auch, oder? Da waren wir auch schon, ja. Dann gehen wir da jetzt durch die Tür. Zwei Riesenfledermäuse. Okay. Die waren kein Problem. Die hatten auch nichts. Gut. Ist dahinter vielleicht irgendwas versteckt? Nein. Wo geht es denn dann jetzt da lang? Eine Ratte. Komm schon. Einmal getroffen. Und gestorben. So, ich frage mich, wo wir diesen Gegenstand finden, den wir suchen sollen. Spinnennetz war es, glaube ich, oder? Ey, das ist eine Ratte. Wie schön ist es, dass Ratten gar keinen Schaden mehr machen an uns. Oder fast keinen mehr. Das war ja zu Beginn mal anders. Wow. Da wäre ich jetzt fast rein. Springen wir drüber. Ich bin die komplette Treppe runtergesprungen aus Versehen.
Das war jetzt so nicht wirklich geplant. Ich habe doch nichts verpasst, oder? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ach, komm doch her. You're silenced. Dann kill ich dich eben so, Nachtklinge. So, 120 Gold. Das war's. Ist da auch was drin? Oh. Was haben wir denn hier? Eine Gefangene, der wir nicht helfen können. Hier liegt ein Rad, bei dem wir nichts machen können. Hier liegt ein Schatz. 16 Gold. Ein heiliger Dolch und heiliges Wasser. Gut, und da? Was haben wir hier? Eine Riesenfledermaus. Sonst noch was? Eine Mumie drin, also ein Zombie, ein Toter einfach. Hier offenbar nichts. Also halt auch wieder ein Toter, aber sonst geht es hier offenbar nicht weiter. Dann müssen wir zurück. Wie weit denn zurück? Einiges zurück. Wirklich um einiges zurück. Und da waren wir auch schon überall. Oh Gott, ich gehe jetzt erstmal den Weg zurück. So. Sprung erfolgreich. So, ich habe auch nirgends Geheimgänge entdeckt. Ich hoffe, da waren auch keine. Ansonsten hätte ich ein kleines Problem, glaube ich. So, da lang muss ich. Ich gehe nämlich hier zurück und gehe dort dann einfach die Wege weiter. Da war nur ein kleiner Raum. Genau, da war das Skelett drin. Hier nochmal speichern. Links waren wir drin. Da sind wir drüber gesprungen. Da waren wir auch schon. Da war eine Sackgasse da oben. Das heißt, wir müssen rechts lang. Da war nur ein Raum. Da war nur ein Raum. Nochmal springen also. Ich glaube, hier waren wir aber noch nicht weiter, oder? Genau. Da links zwar schon, da sind wir hergekommen, aber hier rechts sind wir noch nicht weitergegangen. Also machen wir das jetzt. Eine Riesenfledermaus. Sagen wir, ist das ein Hebel? Nein. Okay, hier gibt es nichts. Auch kein Geheimgang, nein. Gut, dann kommen wir da nicht weiter. Müssen wir hier also auch noch zurück. Da geht es dann nach oben. Und hier geht es, glaube ich, noch weiter. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, so weit hatten wir einen Dungeon noch nie erkundet. Also wirklich komplett. Also in Daggerfall zumindest. Da kann ich mich erinnern. Wir sind hier wirklich noch nicht weitergegangen. Also da lang. Hier ist nichts. Da geht's weiter. Hier ist wirklich nichts. Naja, dann hier zurück. Laut Karte haben wir ja da auch einen Weg noch nicht gehabt. So, aber welcher war es? Welcher war es?
Da ist eine offene Tür. Da nicht. Da müssten sogar zwei offene Türen gewesen sein. Da ging es ja auch dann nach unten. Okay. Dann jetzt also hier weiter. Was haben wir da? Da vorne ist nichts. Öffnen wir die Tür. Nichts. Nein, gar nichts. Weiter. Hört ihr das auch? Ah, okay, gut zu wissen. Okay, da geht es nicht weiter. Ich glaube, da benutze ich wieder meine Magie. Sobald wir das offen haben. Schon. Öffne dich. Jetzt. Komm her. Oh. Aua. Aua. Dann eben durchschlagen, wenn du jetzt aber nicht sterben willst. Oh. Oh, das war knapp. So, 8 Gold. Was haben wir hier? Ein Eisendai-Katana? Nein, das will ich nicht. Speichern? Kann ich hier ruhen? Das sind irgendwo Gegner in der Nähe. Was sonst? Hier im Gang? Geht es! Okay, ich glaube, die neuen Tage, die werden langsam. Longblade und Seth hat sich gehört. Wow! Muss ja unbedingt ein Werwolf sein, oder? Oh, war aber schnell tot. Falsch. Ich wollte mich wieder umrüsten. Okay, ein bisschen Leben haben wir noch, also wir könnten noch ein bisschen kämpfen. Deshalb gehe ich weiter und raste nicht fertig. Geht es nach oben? Wo wir da jetzt wohl hinkommen? Spell Effect failed. Nightblade just died. Das finde ich gut. So, das ist irgendein Horn, bisschen Gold. Und das war's. Was haben wir hier? 40 Gold und eine Kerze. Und ich glaube, das war's auch. Speichern. Das ist hier eine Riesenfledermaus. Oh, da ist ein schwebender Schatz. 4 Gold, ist das ein Pergament? Ach, das Rezept für einen Tank der, was heißt der Purification? Das heißt Purification. Der Reinigung, okay. Elixier Vitae, Nektar, Rainwater, Fig, Big Tooth. Ectoplasm, Diamond, Mummy Wrappings. Okay. Wow, okay. Gut, könnten wir dann machen. Was ist das? Ein gewöhnliches Symbol, eine kleine Statue, Haut eines Elfendrachens und ein Kaktus. Nehmen wir alles mit. So.
das ist echt nicht toll mit diesem Audio-Bug die ganze Zeit. Hier ist schon mal gar nichts. Und hier? Auch hier ist niemand. Da rechts. Ich glaube hier... Ah, hier sind wieder ein oder zwei... Nein, eine Riesenfledermaus. Und das war's. Die wird gespeichert. Mhm. Da oben geht es jetzt dann vermutlich wieder im Kreis weiter. Oh. Puh, knapp. Der hat zwei Waffen. Stahl und Stahl. Okay. Das hier nehmen wir mit. 56 Gold. Okay, jetzt würde ich dann... Nein, dann doch gerne wieder rasten. Und Magie ist voll. Das Leben auch. Critical Strike und Medical Skill haben sich erhöht. Hier ist nichts, okay. Und da waren wir. Ja, jetzt sind wir im Kreis gegangen. Die Karte spinnt. Hier war doch das Exit, oder? Genau. Ah, wenn ich da drauf klicke, dann kommt das. Ich habe dafür immer I gedrückt. Jetzt weiß ich, wie es geht. Tja, dann sind wir hier fertig, hier oben. Und können da wieder runtergehen. Bin falsch, oder? Ja! Was denn sonst? So, hier runter und dann da links und dann dort weiter. Hier. Genau. Nee, oder? Jetzt sind wir tatsächlich am Eingang. Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt von dem hier alles durch, auch vom Eingang. Hätten wir hier noch irgendwas vergessen? Mal kurz nachsehen. Jetzt müssen wir ein bisschen verfolgen auf der Karte. Da ging es nach unten. Da war nichts mehr. Okay, das ist blöd. Ich gehe einfach den Weg zurück. Wir wissen ja... Ah, da war der Werwolf. Wir haben ihn am Eingang getötet. Okay. Der ist vermutlich von draußen dann reingekommen. Aber gut zu wissen, dass wir hier alles... am Eingang alles erledigt haben. Soweit zumindest. So, hier hatten wir ja auch alles. Bis hierher. Wo bin ich denn jetzt? Genau.